Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Wir befinden uns hier immer noch nach den beiden Typen, die uns verfolgt hatten. Ne, wer sich erinnert, wir sind jetzt hier in der Frauenstation, haben ganz tolle Menschen getroffen. Da hinten war noch der Pfarrer, nee, der dieser Geistige, der Martin. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier rüberkomme. Nein, nein! Verdammt! Schnell hoch. Nein! Hoch, hoch, hoch! Hoch! Da war jemand. Ja, fängt schon mal gut an. Ich bin nicht mal eine Minute am Aufnehmen und schon sowas. Tolle Scheiße. Und wir haben unsere Kamera verloren. Das heißt, hier kommen wir auch nicht weiter. Gut. Neues Ziel. Du brauchst einen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Und auf dem Camcorder sind die ganzen Beweise drauf, denn da wurde alles aufgenommen. Die ganzen Monster, die ganze andere Scheiße, wie uns unsere Finger abgeschnitten worden sind. Ich glaube, das wurde auch aufgenommen. Und da war eben jemand. Ich habe es gesehen. Wir müssen jetzt nämlich noch weiter nach unten kommen. Da kommen wir auch nicht vorbei. Okay. So, ich denke, hier kommen wir später wieder hoch. Ich guck schon mal. So. Sieht ganz gut aus. Ja. Okay. Ich denke, da können wir später wieder jumpen. Oder kommen wir sogar hier hoch? Ja, hier kommen wir auch hoch. Super. Gut, dann müssen wir uns jetzt umsehen und den Camcorder finden. Natürlich, wäre ja zu einfach gewesen, wenn wir jetzt einfach durchgekommen wären. Ach du Scheiße. So, die letzte Aufnahme ist übrigens von gestern. Um es kurz angemerkt zu haben. Also ich nehme da jetzt schon immer ein paar Folgen auf, wobei die gestrige Aufnahme ja auch ziemlich kurz war. War ja nicht mal eine Stunde. Von daher. Okay, der Camcorder ist ja noch weiter nach unten gefallen, also müssen wir ein Stockwerk weitergehen. Nein! Da ist jemand. Da ist jemand. Oh Gott. Maus, ruhig bleiben. So, ich nehme die mal mit. Ich denke, die werden trotzdem mitgezählt, die Batterien. Ich höre Schritte. Ach, alter Schwede, ey. Weißt du, hast du echt keine Minute Ruhe? Was ist denn das? Ich meine, letzte Folge wurden wir ja erst von den beiden Typen da wieder verfolgt. Okay. So, ich sehe mich mal kurz hier hinten um. Weil ich Angst habe. Ich finde das mit dem Regen aber echt ganz schön, muss ich sagen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß, ich drücke mich immer davor, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, wow, die Tür ist voll versperrt. Weißt du, da sind da irgendwie vier Stühle drauf. Naja. Was willst du machen? Mhm. Ich sehe Licht. Das gefällt mir gar nicht. Wollte ich angemerkt haben. Ja, fängt schon gut an mit der Aufnahme. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich... Kann ich hier reingehen? Nee, hier kann ich nicht mehr. Achso, das sind solche kleinen Spinte, okay. Ich erinnere mich noch sehr gut an letzte Aufnahme, wo ich echt sehr motiviert rangegangen bin. Und dann hat mir das Spiel gleich wieder voll eins ins Face gegeben. Mann, ich sehe doch nix. Ach du Scheiße. Ist da irgendwas? Ah, da geht's nach unten. Okay. Ja. Da können wir weiter nach unten. Huch. So, wir sehen uns hier natürlich trotzdem nochmal um.
So, erstmal duschen gehen. Naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Also gehen wir mal weiter nach unten. Schwupp. Alter Schwede, ey. Mir gefällt das gar nicht, Leute. Jetzt haben wir nicht mal mehr einen Camcorder dabei. Also wenn wir jetzt im Dunkeln sind, dann sind wir einfach nur gearscht. So, was ist das denn hier? Achso, ich dachte wieder ein Körperteil. Dann eben nicht. Da geht's weiter. Oh nee, oh nee, oh nee. Ach man. Hallo? Naja. Ein bisschen was sehe ich ja noch. Ach Gott, ey. So, Entschuldigung, das war mein Finger. Der knackt immer so, wenn ich nervös bin. Oder so ähnlich. Okay. Ich meine, okay. Alles super. Ich habe keine Angst. So. Gehen wir weiter. Ich glaube, da kommen wir gar nicht vorbei, ne? Hallo? Achso, das ist, abgesperrt. Und da kam... ein Blitz, Alter. Mann, hör mal. Ich bin gerade so angespannt, deswegen. Nicht wundern. Zucke ich hier gerade. Ups. Ich habe kurz meine Maus bewegt. Nein! Nein! Okay. Alles cool. Alter. Warum, Spiel? Warum? Da ist jemand. Da ist eine Heizung. Alter, ich krieg grad... Oh Gott. Wenn ich nervös werde, fange ich an zu schwitzen und dann juckt's mich. Ich glaube, der ist gefesselt. Okay, cool. Ach ja, schön. So. Hier kriegt ihr alles live mit. Wie ich hier rumschreie. Boah. Wie ich mich immer auf diese Atmosphäre einlasse. Das ist so ekelhaft. Das ist gerade mal nicht... Also, wenn ich gerade aufnehme, ist nicht mal nachts. Gestern habe ich wirklich relativ spät aufgenommen. Das war ein bisschen sehr spät. Aber jetzt ist gerade noch nicht mal Nacht. Und trotzdem lasse ich mich so richtig heftig auf die Atmosphäre ein. Bitte? Da ist jemand. Was zum Teufel? Okay. Ich glaube, das ist wieder von der anderen Seite. Okay, hier geht's auch nirgendwo lang. Immer gut absuchen. Boah, wie cool das gemacht ist. Also das ist schon... Ich muss schon sagen, das ist schon echt richtig cool gemacht mit der Atmosphäre und alles. Klar, ich glaube, jeder hat da so seinen... bevorzugtes Horrorspiel oder Horror-Genre. Es gibt ja auch verschiedene Genres zwischen den Horror-Games. Aber das erinnert mich immer so ein bisschen an Amnesia. Und naja, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Amnesia-Fan bin. Überall Scherben. Ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt noch schleiche. Da. Er atmet wieder schwer. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob da jemand ist oder ob er irgendwas gehört hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, manchmal muss ich echt mehr auf ihn hören, auf unseren guten Charakter hier. Von dem ich den Vornamen vergessen habe, aber nun gut. Ach, leck mich doch. Ich sehe gerade nichts. Und ich gehe jetzt... Nein, 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 nein. Geh denn, geh denn! Oh, finde einen Weg in das zweite. In den zweiten Stock. In das zweite Stock. Nein! Was? Alter, ich sehe nichts! Kann ich hier nicht einfach zurück? Leck mich! Hallo! Nein! Oh Gott. Ach, die Kamera ist beschädigt. Oh, da komme ich ja... Komme ich da hoch? Oh, Gott sei Dank. Alter Schwede. Oh. Ich war eben mit der Gesamtsituation überfordert.
Und die Kamera ist kaputt. Scheiße. Okay. Alles cool. Ich habe keine Angst. Okay. Das ist echt der beste Rat hier. Wenn man irgendwas hat, dann einfach wegrennen. Immer. Ja gut, da muss man sagen, dass das Spiel ein bisschen durchschaubar. Also das war jetzt eigentlich ziemlich klar, dass da was passiert. Aber, naja. Ich fand das jetzt nicht schlimm. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass das so ein bisschen durchschaubar ist. Das hat ja trotzdem noch seine Wirkung. So, kurz das Mikro zurechtgerückt. Okay, das war schön. Komme ich jetzt hier einfach wieder rüber? Ich finde es aber cool, dass das Display so gesplittert ist. Also, dass hier so die Kamera beschädigt ist. Das ist ganz cool. Cooles Detail. Oh. Mir fällt gerade ein, dass ich eh hier hoch kann. Haha. So. Okay. So. Da wären wir. Gut, dass ich hier zurück musste. Neues Ziel. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ich habe gerade erst Vergewaltigung gelesen, aber das, ja, lassen wir das mal. Bei dem Spiel weiß man nie, ne? Leute? Follow the bla. Ach, das war von der anderen Seite, okay. Ach ja. Da kommen wir eh nicht durch. Scheiß Treppenhaus. Was? Nein! Oh, da habe ich nochmal gut reagiert. Nicht schlecht. Ich muss da wahrscheinlich eh runter, ne? Weißt du, dann springe ich einmal zur Seite und dann muss ich trotzdem da runter. Fuck. Huch, kleiner Ruckler. Hi? Bist du öfters hier? Kann ich jetzt zu dem oder verprügelt er mich jetzt? Bitte lächeln. Okay. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass der mit uns spricht. Tschüss. Boah, alter Schwede. Woher weiß ich, dass ich kein Patient bin? Das ist gar nicht mal so eine schlechte... Alter, Spiel, hör mal auf zu ruckeln. Okay, 6 Batterien haben wir noch. So, keine Ahnung, was mit dem Spiel los ist. Wenn er speichert, dann mal manchmal, also, keine Ahnung. Vielleicht muss auch erstmal der PC in Fahrt kommen. Ich weiß ja nicht. So, ich muss sagen, das haben wir erstaunlich gut überstanden, glaube ich. Also, ich muss schon sagen, das sieht schon echt sehr, sehr hübsch aus. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Klar, die Grafik ist gerade in Horror-Games eigentlich gar nicht so wichtig, muss ich sagen, aber es ist trotzdem, also man kann es natürlich trotzdem anmerken, dass es natürlich echt hübsch ist. Bitte? Da ist wieder unser Best Friend. Chapel, Cafeteria. Ach du Scheiße, ey. Na, Süßer. Die kloppen hier einem aber auch alles ins Gesicht, ne? Okay. Hier hast du doch echt keine Ruhe, ey. Was soll denn das? So, ich beobachte den erstmal, wo der hingeht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir einfach geradeaus müssen. Dann können wir ja echt einfach an dem vorbeirennen, wie ich sonst immer mache. Oder ob wir erstmal die Räume durchsuchen müssen. Und was hat es mit Vater Martin auf sich? Ich habe keine Ahnung. Martin! Arschloch. Was? Habe ich nicht gesagt. So. Nein! 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 Fail, 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 fail. Ah, verdammt, ich wollte reingehen und dann die Tür zuschlagen. Ich wusste ja nicht, dass der gleich wieder auftaucht. So.
Geht's da überhaupt geradeaus weiter? Ich weiß es nämlich nicht. Da ist aber, glaube ich, eine Tür, ne? Ja. Das heißt, ich weiß eben nicht, was das heißt. Ich kann entweder geradeaus durchrennen, dann könnte ich mir das natürlich einfach machen. Oder ich muss echt die Räume durchsuchen. Hier mal auf die neue Maus. Na toll, ist hier gar nichts. Nein. Ah, da ist die andere Tür. Nein, hier ist kein Spind. Warum nicht? Da geht's hoch, da geht's hoch. Ach, Gott sei Dank. Tschüssi. Oh. Hallo? Ja, ich sag dazu mal nichts. Wehe, ich breche jetzt hier durch. Ich glaube, da geht's eh nicht weiter. Hi? Was zum Teufel? Ist das nicht die andere Seite? Wir waren doch am Anfang vom Game auf der anderen, ne? Ich glaube ja. Gut, ich gehe aber erstmal den anderen Weg. Think before you trash. Okay. Da ging es ja irgendwo noch nach links. Ich gehe da mal kurz lang. Alter Schwede, ey. So, dann gucken wir mal. Durch den Lüftungsschacht. Wieso auch immer. Das ist ja irgendwie in richtig vielen Games so, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier durch sollte, aber ich will das Dokument. Okay. Dokument. Billys Träume. Hey Cindy, hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernick über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben, was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Volksloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter von Wallrider töten, die von einem Dämon namens Horrorzee ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem von den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Murkoffs Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann und oder ob sich Billy diese ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen, gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2, Kurt.